ein Schild beizufügen. Besser gesagt, einen Schild, dass man hier praktisch das noch zur Ausrüstung dazu machen kann. Ein schützenden Schild. Schützender Schild. Wäre eine Idee. Dass man dann die linke Hand praktisch immer. Oder dass man zum Beispiel ein Schwert und ein Schild dann zusammenbauen kann. Dass das dann ein Schwert und Schild ist, dass man das dann rechts und links in der Hand hat. Das wäre nochmal. Also ich finde die Idee gerade mal gut. Dann könnte man sich nämlich auch so, dann würde man sich so das Schild vorhalten. Dann würde das so in der linken Ecke auf, also im linken Bildschirm auftauchen. Und ja, dann könnte man sich damit eben schützen. Finde ich jetzt persönlich gut. Vielleicht, eventuell hört das ja irgendjemand mal, der mit Minecraft bei der Programmierung drin ist, irgendwie. Wäre natürlich der absolute Hammer. So, das sind jetzt Löcher für Kisten. Weil ich ja mehrere davon haben werde. Da kommen hier zwei rein, da, da. Genau, jetzt kommt dann hier noch eine Treppe hin, die Tür kommt später. So, wie weit kann ich denn hier rüber? 1, 2, 3. 1, 2. Noch einen kann ich, glaube ich, rüber. Ja, genau, einen kann ich noch rüber, dann kommt aber die Wand. Das heißt, hier Schluss, dann muss ich hier rüber graben. Sonst lande ich eben im Wohnzimmer. Und das sollte ja nicht sein. Ich bin gerade am Überlegen, was ich dann hier reinbaue. Mal sehen. Ach ja, eine Treppe fehlt noch. Gut, gut. Jetzt brauchen wir hier noch eine Fackel drin. Vielleicht hänge ich da wirklich Bilder rein. Mal sehen. Schön. Ja. Für einen Moment habe ich gerade keine Idee mehr, was ich noch hier machen könnte. Außer neue Häuser bauen. Und das macht jemand anders. Ich habe jetzt nämlich die Idee, dass wir ein bisschen auf ja, Tierfang gehen. Sekunde. So, ich muss mich gerade mal umsetzen. Verdammt. Immer diese anderen Spiele. Oh, die Kürbisse sind ja fast alle schon gewachsen. Ja. Einer tanzt natürlich immer auf der Reihe. So. Okay, das müssen wir jetzt erstmal alles ablegen. Da haben wir hier Steine. Steintreppen. Das Holz kommt alles hier rein. Holz, 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 Holz. Ja. Genau. Hier kommt dann auch noch der andere Holzkram rein. Die Setzlinge. Nein, die kommen da rein. Die brauche ich nämlich nicht. Ich habe nämlich genug. Das ernte ich gleich oder später, je nachdem. Also, hier kommen jetzt erstmal die Knochen rein und Pfeile. Der Apfel kommt hier rüber. Da können wir uns gerade auch den Weizen mitnehmen. Den brauchen wir nämlich für die Tiere zum Anlocken. Kohle kommt hierher. Schnee zu Schnee.
hier Erde rein? Nein. Das war falsch. Hier kam Erde rein. Gut. Da ist noch Holz. Und hier kann noch die Hacke rein, weil wir brauchen die ja zum Farmen so an sich. Gut, ein Schwert haben wir noch dabei. Ich denke mal, das reicht aus. Gut. Dann fangen wir schon mal mit dem Schwein an. Und locken das an. Ja, jetzt guckt es mich an und rennt mir hinterher. Wie man ganz gut sehen kann. Jetzt springe ich hier rein. Es fällt hinterher. Und ist gefangen. Und das mache ich jetzt auch mit den anderen Schweinen hier in der Umgebung. Sekunde. Jetzt laufe ich erstmal nach da hinten. Weil da waren ja auch noch Schweine. Zumindest das eine. Vielleicht sind ja auch noch mehr. Und auf die Weise will ich mir eben dann auch Schafe holen. Ich glaube, die kommen da oben nicht runter. Jetzt die Frage. Nee, ich lasse es. Ich lasse die einfach da oben. So, du kommst mal mit. Jetzt gehe ich hier lang. Und dann folgt mir nämlich auch das Schwein. Die können mir nämlich alle so nacheinander folgen. Zusammen. Alle zusammen, nicht nacheinander. Alle zusammen. So, man muss ein bisschen gucken, weil die langsamer sind als man selbst. Außer man schlägt sie, dann rennen die weg wie die Teufel. Also, wie als wäre der Teufel hinter denen her. Gut, jetzt muss ich nochmal zurück, weil die sind mir nicht gefolgt. Die sind irgendwo an der Kante hängen geblieben. Eben der Trick mit dem Rückwärtslaufen ist ganz praktisch. Da sieht man nämlich immer, ob alles hinter einem ist. So. Jetzt müsst ihr kommen, ihr müsst nur da hochspringen. Genau, und jetzt hier runterfallen. Sehr schön. Gut, ein Huhn war da glaube ich auch schon drin. Da brauche ich noch ein zweites, um... Ach nee, ich brauche ja gar kein zweites bei Hühnern. Da brauche ich ja nur die Eier. Hehe, Eier. Mhm. Ja, lustig, er hat Eier gesagt. Ja, Hühner, Eier. In den Block baue ich mir noch was rein. Da kommt hier unten eine Tür rein und oben drauf eine Festung. Ja. Ja, ja. Da oben kann man bestimmt eine Brücke bauen. So, da haben wir jetzt noch ein Schwein. Noch ein Schwein. Ups. So. Okay. Hier haben wir. Ja, wir haben Kühe. Das ist genial. Wir brauchen nämlich Kühe für Leder. Und aus Leder macht man einfache Rüstungen. Was geht da denn ab? Ich gucke das gerade nur nach, weil die Kühe will ich mir unbedingt holen. Vielleicht sammle ich auch die gesamten Schweine da hinten ein. Je nachdem. Ups, das war wohl falsch. Alles klar, da ist nichts. Sieht aus wie ein riesen Loch, was reingesprengt wurde. Machen wir mal Schweine, Hühner, Schafe fehlen mir noch. So. Gut. Und die Kühe waren überm Eis. Also übers Eis und dann waren da die Kühe. Cool, man hört die Schritte von den Schweinen auf dem Eis. Das ist ja mal... Da ist auch noch ein Schaf. Diesmal habe ich Glück. Gerade Kühe und Schafe gefunden. Zumindest mal ein Schaf. Da wird aber das zweite nicht weit sein. Oh oh. Das sieht nach einer Schlucht aus. Oder zumindest etwas Schluchtähnlichem. Ach, da sind die Schafe. Sehr schön. Jetzt muss ich nur noch nach Hause finden. Aber wird ja kein allzu großes Problem sein. Ja, jetzt hört ihr auch die Schafe. Ja, und die Schweine eben im Hintergrund grunzen. Ja, das ist eindeutig eine Schlucht, die oben offen ist.